Man nehme erstens eine sehr warmherzige, zauberhafte Geschichte von einem Mann und einem Mädchen und einem ganz besonderen Problem. Haben Sie gehört, Miss Kubelik? Ich liebe Sie. Ich liebe Sie von ganzem Herzen. Halt den Mund und gib. Man nehme zweitens eine hervorragende Besetzung. Jack Lemmon in einer großartigen Rolle, in der er seine erstaunlichen darstellerischen Fähigkeiten entfalten kann. Shirley MacLaine, die einen Zauber ausstrahlt wie die Kerzen eines Weihnachtsbaumes. Und Fred MacMurray, wie Sie ihn bisher noch nie gesehen haben. Man trifft ein Mädchen ein paar Mal in der Woche rein zum Spaß und gleich denkt sie, dass man sich von seiner Frau scheiden lassen wird. Jetzt frage ich Sie, ist das fair? Aber nein, das finde ich sehr unfair, besonders Ihrer Frau gegenüber. Ja. Man nehme drittens Billy Wilder, dessen umwerfenden Humor Sie schon in dem Film Manche mögen's heiß bewundern konnten. Ziehen wir uns an zum Essen? Nein, kommen Sie nur so, wie Sie sind. Sie können das aber gut mit dem Schläger. Beachten Sie meine Rückhand. Wenn ich aber erst die Fleischbälle serviere. Mildred, der ist schon wieder dran.